Hallo und herzlich willkommen bei Fertigungstechnik Brünke TV. Heute machen wir weiter mit unseren Videos bzw. unserem Video zu unserer Reihe der Industrie 4.0 und heute gehe ich auch nochmal verstärkter auf das Thema Transport ein. Hier gibt es nämlich einige Besonderheiten, nämlich sollten Sie sich hier vor allem zuerst auf den innerbetrieblichen Transport fokussieren bzw. den zu optimieren. Was meine ich damit? Man sagt, es gibt sozusagen Arten der Verschwendung in Unternehmen. Dazu gehört beispielsweise die Lagerhaltung, aber zu einem großen Punkt natürlich auch der Transport. Und hier ist es dank der Industrie 4.0 möglich, diesen weitestgehend zu optimieren. Und hier spreche ich vor allem von Verfahrrobotern, sogenannte Carrier, wie man sie am Flughafen sieht, wo Linien auf dem Boden gemalt sind, wo diese Carrier Teile hin und her bewegen können, am Flughafen beispielsweise das Gepäck, für Sie im Unternehmen beispielsweise Teile für die Montage. Diese kann man sehr, sehr gut automatisieren. Die spart zudem natürlich Arbeit und Zeit und hier sollten Sie zusätzlich auch noch versuchen, die Verfahrwege zu verkürzen bzw. die Montage so sinnvoll entlang der Fertigung zu versetzen, dass hier möglichst kurze Verfahrwege dabei entstehen. Ich gehe jetzt auch nochmal auf den außerbetrieblichen Transport ein. Hier ist es wichtig, da Sie ja hier mit Kunden oder Lieferanten zusammenarbeiten, zusammen ein Konzept entwickeln können, dass Sie hier über die Annahme und den Versand dies Ganze besser steuern können. Ich gehe jetzt nochmal auf die Annahme und den Versand ein. In der Annahme sollten Sie sich darauf fokussieren, dass die Mitarbeiter, die dort arbeiten, sich mit der Technik der Carrier im Klaren sind, diese sogar programmieren können bzw. festlegen können und diese natürlich so weit optimieren können, dass die Weitergabe an die innerbetrieblichen Prozesse bestmöglich vonstatten gehen kann. Beim Versand ist es wichtig, hier dafür zu sorgen, dass keine Lagerhaltung entsteht. Dies setzt aber natürlich voraus, dass die Produktion auch erst beginnt, wenn der Kunde letztendlich bestellt hat oder das Produkt beziehen möchte und Sie dadurch aber auch das Ganze erst verschicken, wenn es tatsächlich erst gebraucht wird. Also hier wieder das Sicherheitsdenken ablegen, was ich natürlich auch schon mehrmals erwähnt hatte. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen die Learnings für Sie. Dadurch, dass Transport zu Arten der Verschwendung zählt, kann man diesen heute sehr, sehr gut automatisieren. Innerbetrieblich bin ich auf die sogenannten Carrier eingegangen, worauf Sie sich hier fokussieren könnten. Außerbetrieblich auf die Annahme und die Weitergabe bzw. den Versand, welche Faktoren hier für Sie wichtig sind, auf die Sie sich fokussieren sollten. Wenn Sie mein Gratis-Kurs zur Industrie 4.0 noch nicht kennen. Das sind 5 Schritte, komplett gratis, wie Sie Ihre Fertigung so umstrukturieren können, dass Sie individuelle Produkte zu günstigen Preisen und einer optimierten Fertigung herstellen können und worauf Sie dann aufbauen können, dies Ganze zu automatisieren, damit Sie nicht in eine Massenproduktion kommen, wozu die Maschinen heute nicht ausgelegt sind. An dieser Stelle nur nochmal der Hinweis darauf, dass den Kurs werde ich natürlich unten verlinken. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann hinterlassen Sie auch bitte ein Gefällt mir oder einen Kommentar. Abonnieren Sie auch gerne den Kanal, damit Sie auch keine weiteren Videos zu diesem Themengebiet verpassen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg bei der Umsetzung. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Ciao.